Die vierte Renault Mégane-Generation kommt mit 1,2 Liter Vierzylinder zum Test. Für mehr Zug an der Vorderachse des Benziners sorgt ein Abgas-Turbolader. Mit 132 PS kostet der Kompakte mindestens 20.390 Euro. Das ist ein relativ kleiner Motor, der da vorne drin ist. 1,2 Liter Hubraum, aber die gute Nachricht ist, es ist ein Vierzylinder. Damit haben wir ein bisschen mehr Laufruhe als bei diesen üblichen Dreizylindern, die es in der Klasse so gibt. 132 PS hat der gute, aber die prallen in dem Auto auch auf fast 1,3 Tonnen. Ja, das merkt man dann natürlich auch so ein bisschen. Geben wir mal Gas. Zack. Ja, schiebt vorwärts. Könnte aber noch zügiger sein. Wobei das jetzt gar nicht mal zwingend, wenn wir hier normal fahren, mit der PS-Zahl zu tun hat, sondern wir schauen auf die Newtonmeter. Und das Auto hat nur 205 Newtonmeter. Da gibt es in der Klasse halt schon welche, die haben noch ein bisschen mehr Kraft unten rum. Und dann hast du halt noch so ein bisschen mehr den Kick. Einen optischen Kick sollen die Mégane-Chromspangen im Kühlergrill und das C-förmige LED-Tagfahrlicht geben. Beide serienmäßig in der Testwagen-Ausstattung. Voll-LED-Scheinwerfer gibt es nur im Paket mit Head-Up-Display für 1190 Euro. 16 Zoll Alus und eine Chrom-Auspuffblende runden den sportlich dezenten Auftritt ab. Das Problem am Mégane ist natürlich, dadurch, dass er nicht so wahnsinnig viel Drehmoment hat, muss ich ihn per Schaltung so ein bisschen bei Laune halten, bei Drehzahl. Ich muss ihn ein bisschen ausquetschen. Und das merke ich natürlich auch beim Verbrauch. Mit 7,7 Liter Super auf 100 Kilometer zeigt sich der Mégane durchaus durstig. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass obwohl er Komfort hat, hat er auch noch eine gewisse Agilität. Da reißt jetzt keine Bäume aus. Aber das ist eine gute Kombination. Also Fahrwerk, speziell Komfort und Handling gehen da echt eine gute Kombi ein. Und da kann man wirklich gut mitarbeiten. Und wie sieht es innen aus? Komm, wir gucken uns mal ein bisschen hier die Verarbeitung an, wie das Ganze hier zusammengenagelt ist. Klar, das oben muss natürlich ein bisschen geschäumt sein, das soll sich weich anfühlen. Da unten fängt dann Hartplastik an, das ist aber ganz normal in der Klasse. Ja, das Leder ist zumindest von einer glücklichen Polyester-Kuh. Also da merkt man schon, dass Renault Wert darauf gelegt hat, dass das Auto auch eine gewisse Qualitätsanmutung hat. Der vertikal eingebaute 8,7 Zoll Touchscreen mit Navigation kostet 790 Euro extra. Ohne Aufpreis gibt's 7 Zoll mit Smartphone-Anbindung. Das Ledergewand für Lenkrad und die Vordersitze spendiert Renault. Über eine Sache müssen wir ein bisschen reden, das ist das Bediensystem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier an die Klimaanlage dran will, dann muss ich hier unten so ein Ding hochschieben. Und das ist wirklich, also jetzt hat es mal geklappt, vorhin habe ich mir so ein bisschen die Finger abgebrochen. Da ist, finde ich, noch Potenzial drin in diesem System. Das ist ein sehr rund und ausgewogen abgestimmtes Auto. Ich könnte ein bisschen einen stärkeren Motor gebrauchen. Vielleicht auch einen, der ein bisschen weniger verbraucht. Und dann wird die Sache auch rund. Kann der Mégane trotzdem auf der Teststrecke überzeugen? Zunächst der Sprint. Was hat der gute Renault? Knapp 1,3 Tonnen, 132 PS. Handschaltung, Fronttriebler und wir gehen in den Sportmodus bei Multisense. Dann treffen wir mal hoffentlich den Schlupf der Vorderräder. Genau, ja, passt super. Vor allem kannst du ihn schön schnell schalten. Und damit geht er auch ordentlich vorwärts, obwohl ich schon Autos erlebt habe, die mit so viel Leistung etwas dynamischer umgegangen sind. Gewicht und manuelles Getriebe bremsen den Renault aus. In 10,4 Sekunden geht es auf Tempo 100. Als nächstes die Vollbremsung. Bremsen 100 km/h, Eco-Kontakt von Conti sind drauf. Mal schauen, wie er es macht. Ja, braucht er natürlich ein bisschen länger, weil diese Eco-Kontakt-Reifen haben natürlich einen niedrigeren Rollwiderstand. Das merkst du am Bremsweg. Aber man kann hier auch ein paar schöne Pilot Sport drauf machen und dann hat man ein paar Meter weniger Bremsweg. Bisschen mehr Verbrauch, macht es aber nicht aus. Die verbrauchsoptimierten Reifen fordern Tribut. 38,4 Meter Bremsweg bedeuten nur einen von 10 Punkten im AMS-Test.
Wieso würde ich mir das Auto kaufen? Wenn ich ein ausgewogenes Auto brauche mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das mich von A nach B bringt. Wieso würde ich mir das Auto nicht kaufen? Weil ich den Motor hier drin leider ein bisschen schlapp finde. In dem Megane ist jetzt noch ein Vierzylinder-Motor drin. Relativ klein, 1,2 Liter Hubraum, aber eben noch ein Vierzylinder. Wie wichtig ist es euch denn, dass ein Motor noch 4 Zylinder hat? Oder sagt ihr, ach komm, 3 Zylinder reichen auch, Hauptsache das Ding geht gut. Schreibt es runter.